Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Für die Fraktion Piraten spricht Herr Kollege Schulz. Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine volle Tasche da stehen mit Papier. Papier zum Thema West-LB. Bitte? Papier, viel Papier. Ja, eben nicht online, sondern es wird ja eine Menge in Drucksachen hier im Hause verteilt. Und die Drucksachen nehmen kein Ende. Die Drucksachen zu einem Gesetz, welches hier... Bitte? Ich finde jeden Zwischenruf finde ich großartig, nur muss er hier vorne ankommen. Wenn Sie vielleicht ins Mikrofon sprechen wollen, Herr Kollege, dann höre ich das nämlich auch. Ja? Ich gehe wirklich darauf ein, wenn es notwendig ist. Aber worauf ich ganz besonders eingehen möchte... Herr Kollege, Sie haben jetzt das Wort und es ist auch nicht möglich, dass Abgeordnete dann ins Mikrofon sprechen, seitdem wir haben eine Fragestunde und keine Zwischenfrage stellen. Ja, ich führe die Diskussion gerne auch außerhalb dieses Plenums. Das ist nun keine Frage. Aber was das bedeuten soll mit dem ganzen Papier, muss man erkennen dann, wenn zwei Tage vor dieser Sitzung Änderungsanträge eingereicht werden, die ganz massiv in die Grundfeste dieses Vertrages, der auf der Basis dieser Eckpunktevereinbarung fußt, geändert werden sollen. Haftungsrisiken werden beleuchtet, neu und jeden Tag neu, wie es scheint. Haftungsrisiken, die das Finanzministerium offensichtlich nicht kennt, die möglicherweise aber, und das ist das ganz Entscheidende, niemand in diesem Hause kennt. Niemand kennt die Haftungsrisiken, die mit diesem Gesetz verbunden sind. Weder vom Grundsatz her, noch vom Umfang her. Es ist von 1 Milliarde Euro die Rede. Das hört sich verdammt schlank an. 1 Milliarde Euro, was ist das schon? Meine Güte, der Steuerzahler wird das aufbringen können, vor allen Dingen dann, wenn man dann hört, es sollen auch im nächsten Haushalt 1 Milliarde eingespart werden. Wofür die 1 Milliarde eingespart werden soll, naja, da kann man rätseln. Im Prinzip kann man auch sagen, rechte Tasche, linke Tasche, aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen, halte ich für dieses Haus nicht für sinnvoll, vor allen Dingen dann nicht, wenn wir Verantwortung zu tragen haben für die Bürger dieses Landes. Das, liebe Leute, geht nicht. Dieses Gesetz, was genannt ist Restrukturierungsgesetz zur West-LB, ist im Prinzip nichts anderes als ein Sparkassenrettungsgesetz. Das ist auch soweit in Ordnung. Wir haben ja gehört aus der letzten Debatte, dass das natürlich für einige Verwirrung gesorgt hat, dass man sagen kann, naja, auch Sparkassen können pleite gehen. Das ist nicht so schön. Das ist überhaupt nicht schön, wenn überhaupt irgendjemand pleite geht. Das ist natürlich auch nicht schön, wenn eine West-LB pleite gehen müsste, vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass ungefähr 4.000 bis 5.000 Beschäftigte damit letztendlich auch ihre Existenz verlieren könnten. Aber wie sieht es heute aus? Sie werden übergeleitet in eine sogenannte Transfergesellschaft. Nichts anderes ist ja diese Auffanggesellschaft, von der wir hier reden. Es gibt, soweit mir bekannt ist, Herr Minister, noch keine Zustimmung des Betriebsrates. Oder gibt es die in der Zwischenzeit? Nee, die gibt es nämlich auch noch nicht. Das heißt, es stimmt überhaupt gar nicht, wenn hier behauptet wird, die Beschäftigten hätten diesem ganzen Gesetz zugestimmt, beziehungsweise dem Prozedere. Auch das ist nicht zutreffend. Letztendlich, ohne die Zustimmung der Beschäftigten der West-LB und aller anderen bereits in Firmen ausgelagerten Beschäftigten, wird die ganze Sache nicht funktionieren. Es sei denn, die können alle darauf zurückblicken, dass aus dem großen Portfolio, welches hier aufgefüllt werden soll mit 1 Milliarde und noch weiteren liquiden Mitteln letztendlich über die Zeitdauer bis 2016 oder bis 2027 ein Auskommen haben. Und dann fragt man sich natürlich, was haben die Sparkassen eigentlich davon? Was haben die Sparkassen eigentlich davon, in diese enormen Risiken einzusteigen? Man muss doch ganz ehrlich fragen, wieso konnten diese ganzen werthaltigen oder nicht werthaltigen Papiere eigentlich nicht verkauft werden? Warum konnten sie nicht verkauft werden? Wer hat eigentlich auf die Bremse getreten, damit sie nicht verkauft werden konnten? Heute sitzen wir hier zusammen und müssen Geld nachschießen in einer Höhe von 1 Milliarde, ohne zu wissen, wie viele Risiken tatsächlich damit verbunden sind. Denn ob es möglicherweise diese in der Zeitschrift hier online der Westen genannten 18 Milliarden oder 9 Milliarden, die Hälfte davon sind, oder 100 Milliarden oder 45 Milliarden, das hängt doch ganz davon ab, wie sich die Finanzmärkte entwickeln. Und da wird selbstverständlich weder eine Portigon darauf Einfluss nehmen können, noch eine erste Abwicklungsanstalt. Niemand wird darauf Einfluss nehmen können.
können wir auch nicht. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht ein Gesetz beschließen, welches auch überschrieben werden könnte mit dem Namen Jack in the Box. Und genau das ist es. Wir haben noch keine Verträge. Mit der Helaba wird weiter verhandelt, mit allen möglichen Partnern wird weiter verhandelt. Und vorher sollte hier ein Gesetz verabschiedet werden, dessen Auswirkungen und Risiken auf das Land Nordrhein-Westfalen nicht ansatzweise klar ist. Und dem kann man letztendlich nur seine Zustimmung verweigern. Ob das jetzt mit dem Entschließungsantrag der CDU übereinstimmt, was ich hier sage, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe das Ding gerade erst auf den Tisch bekommen. Aber im Großen und Ganzen kann man nur sagen, diesem Gesetz zur derzeitigen Entwicklungslage und vor allen Dingen auch Verhandlungsstatt kann man letztendlich nur die Zustimmung verweigern. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.